Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Ich habe seit heute Morgen um 11 Uhr hier rumgeschraubt, um meine Spiegelreflexkamera als Webcam einzusetzen. Oh. Was bedeutet das? Nach 20 Minuten war der ganze Stadtteil dunkel, weil ich irgendein Kabel, verstehst du? Und jetzt habe ich überhaupt kein Bild mehr. Dafür ist mir das Mikrofon abgeraucht. Ich bin also bester Dinge. Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg. Herzlich willkommen zum 75. Podcast Streiter Bender Streberg. Ja. Meine Damen und Herren, wer hätte das gedacht vor 25 Jahren, dass wir es so weit schaffen? Ja, ja, das und, ist schon beachtlich. Für uns. Es ist ja keine Kunst. Wirklich, habe ich immer gesehen. So. Ja. Ich bekomme gerade eine Nachricht von unserem Gast, der fragt, ob alles in Ordnung ist und ob er dazu treten kann. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das jetzt einfach. Wir hatten das vielleicht ein bisschen anders geplant, aber wir freuen uns so sehr auf unseren Gast heute, dass wir das jetzt einfach mal machen. Wir holen ihn direkt ins Boot. Moment, ich schicke ihm sofort eine Nachricht. Das dauert jetzt genau, schick ihm das. Wir haben euch gefragt, was ihr euch wünscht zu unserem 75. Gundula, ohne Scheiß. Hör auf, dazwischen zu labern jetzt. Oh! Ja, weil ich höre sie nicht. Szenen einer Ehe, auch im 75. Podcast. Nein. Ja, das Schlimme ist, wie gesagt, dass man sie nicht hört. Also sie kann gerne dazwischen häkeln, aber wenn man nicht hört, was sie sagt, ist es für alle eigentlich sinnlos. Egal. Das Thema hatten wir schon so oft. Danke, Gary. Dass du jetzt mal. Lass uns bitte nochmal anfangen. Das ist total irritierend. Nein, ich hab's Gary, das gehört eigentlich rein. Eigentlich das gehört das rein, Gary. Das ist leider so. Und so. Ich schicke jetzt unserem Gast eine Nachricht. Einladung, genau. Wir werden eure Wünsche und eure Fragen im 76. Podcast beantworten. Ja, was sind für Wünsche? Und drauf eingehen. Aber wir haben einen so tollen Gast. Wir möchten ihm unsere ungeteilte Aufmerksamkeit widmen. Ja. Und das heißt, beim nächsten Mal wird Thorsten was von Batman zeigen. Ist das richtig? Ja. Ja? Sehr schön. Ist ja diesmal ein bisschen deplatziert. Nächstes Mal mache ich eine Vorstellung, da kackt ihr ab. Das ist ein Teaser. Hör mal. You kack ab. So stelle ich mir das vor. Ganze Bürotisch voller Latex. Du kannst dir das nicht vorstellen. Hör mal, das war damals so. Aber. Ja? Gut, nee, ich dachte so, Tim Burton damals zu Warner Brothers, ich habe hier was vorbereitet, da kackt ihr ab. Ja, sofort. So war das. Genauso. Ja, und beim nächsten Mal erzählt Thorsten, wie er mit Eros Ramazzotti Fußball gespielt hat. Ich erzähle, wie ich mit Lerner Hausmann im Puff war. Und Gary, da oder da, ich weiß jetzt nicht, hat eine ganz entzückende Geschichte, die er mir neulich am Telefon erzählt hat. Auch alles beim nächsten Mal. Ach, das machen wir auch nächstes Mal, okay. Das machen wir auch beim nächsten Mal. Ja. Gary, nimm mal den Arm hoch, mach mal so. Weiter aus dem Bild raus. Nein, ja? So. Ich möchte einmal gucken, ob dein Arm und mein Arm ercheckt. Ach so. Nee, du bist unter mir. Ja, liebe Hörer, die das jetzt nur hören, Thorsten versucht gerade ein visuelles Experiment, eine visuelle Pantomime. Aber das geht ja alles nicht. Hat wieder null funktioniert. Das ist wieder seine Vergangenheit als Ballontieraufblaser, kommt da wieder durch. Der Fuchs kann sprechen. Au! So. Ja, sehr schön. Kentucky Fried Movie. Der Fuchs kann sprechen. Eine Sache dürfen wir aber nicht. Ich lasse unseren Gast jetzt eintreten. Unser Gast tritt dabei und es ist niemand anderes als. Oh, da ist Jürgen Malmsviemer! Hey! Und Michael Jackson, da war auch Michael Jackson. Habt ihr das gesehen? Jochen, kannst du uns hören? Ja, schreibe ich dich ab. Natürlich höre ich dich. Super. Was? Ja. Du bist ein bisschen leise. Also hörst du ihn gut, Gary? Nee. Nein. Nein. Muss Volumen aufdrehen. Maul halten, nicht drehen. So. Gut. Ja. Hörst du was? Besser? Ja, noch ein bisschen. Ja, bisschen. Noch ein bisschen. Kannst du noch ein bisschen? Kannst ruhig um ein bisschen Gas geben. Noch ein bisschen. So. So.
Ja? Ja. Ich sag gar nichts. Also kann man gar nicht hören, ob das lauter ist. Ja, aber jetzt sage ich was. Jetzt könnte man was hören. Deine Stimme kann ja nicht laut genug sein. So, ich bedanke mich für dieses Interview und möchte dann wieder. Das war's. Schön. Ich schaue gerade eine DVD über das Sensen an. Das sehe ich mal in die Kamera. Das Sensen. Ja. Ich werde bald mit fliegenden Zöpfen draußen die Wiese mähen. Erschaffen. Oh, okay. Meine Güte. So, was geht hier? Eine DVD über das Sensen? Benutzt du eine Sense oder bist du ein Rasenmäher-Typ? Bist du der Rasenmäher-Mann? Das war mein Vater. Seltsam. Sensenmann, natürlich. Der Sensenmann, jetzt haben wir es. Seine Sense, wenn das Glas höchst hüfthoch steht. Was ist denn hier wieder los? Gerry, ist Jochen laut genug, als du als Techniker? Ist der Jochen jetzt laut genug? Der Jochen ist genauso laut wie die anderen auch, also von daher laut genug. Das ist schön. In dem Zusammenhang kann ich wieder nur sagen, wie oft ich Jochen zitiere, du bist damals irgendwo aufgetreten und es gab kein Mikrofon, es gab keine Anlage. Ja. Und berichtige mich bitte, wenn ich das falsch zitiere. Der Veranstalter sagte, sie brauchen ja kein Mikrofon, sie sind laut genug. Worauf du sagtest, ich brauche kein Mikrofon, um laut zu sein. Ich brauche ein Mikrofon, um leise zu sein. Das ist fein beobachtet. War das richtig? Ja, das war richtig. Das ist sehr, sehr schön. Sachlich und inhaltlich. Ja, das ist schön. Mein lieber Jochen, wir haben dich eingeladen zu unserem 75. Podcast. Es ist uns eine Ehre. Ja. Ich bedanke mich sehr. Es ist uns eine Ehre. Heute wieder. Es ist uns ein inneres Fußbad, dass du hier dabei bist. Ich setze deinen Jubiläumshut auf. Ich freue mich. Ah, ein Fez. Ich will auch ein Fez. Ja. In Erinnerung an Tommy Cooper. Ja. Deswegen. An Tommy Cooper. Auferstorben. Ja, natürlich. Auferstorben. Normalerweise beginnen wir unsere Podcasts immer damit, dass wir die Leute abfeiern, die kürzlich verstorben sind. Abfeiern ist genau der Begriff, den wir dafür benutzen. Ja, abfeiern. Das Werk Blocker. Denn Blocker ist auch tot. Ja. Aber schon länger, oder? Was? Nee, schon seit den 70ern. Die Hörer, die uns jetzt nur hören, nicht sehen können, was ja im Begriff auch des Hörens involviert ist, ist, dass Jochen hinter sich auf der Heizung ein Bild von Rabbi Jakob stehen hat. Natürlich. Ach, ist das Rabbi? Ich dachte, das wäre Marc-Uwe Kling. Aber dann ist ja gut. Nein, die Inspirationskraft des Rabbi Jakob ist deutlich größer. Wo waren wir? Wo waren wir? Den will ich tatsächlich gerne noch mal sehen, den Rabbi Jakob. Ich habe hab im Regal, Bonus, ich könnte ihn jetzt holen. Ich würde ihn einfach holen. Als Bonus-DVD war der in irgendeiner Biografie, war der mit drin. Den muss ich mir unbedingt Das ist angucken. Der mit der Kaugummifabrik, ne? Ja, aber war der nicht auch immer so Larbis Liban. So latent rassistisch, ja, ne? Oder? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das sind die Gegenteil. Zum Schluss. Heiratet der Palästinenser an die Christin mit jüdischem Segen. Schöner kann es nicht kommen. Also nee, das ist so schön. Ja, wie gesagt, ist schon lange her. Hat mich auch schöne damals Frage. Nicht so interessiert, ehrlich gesagt. War das nicht ein grauenhaftes, rassistisches Machwerk? Mensch, nein. Nein. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Eigentlich nicht. Es war ein Fest der Menschlichkeit, Gerry, aber. Davon ab. Aber ich würde gerne, bevor wir anfangen, nochmal ganz kurz. Ein großes Hallo an Jerry Stiller richten, der tot ist mit 92 Jahren. Ein stolzes Plötzlich Alter. Plötzlich und unerwartet. Ja. Genau wie Kirk Douglas auch spontan aus dem Leben gerissen wurde. Ja, eine Überraschung für alle Beteiligten. Ja. Aber Jerry Stiller, Vater von Ben Stiller, den Sitcom-Freunden natürlich bekannt durch King of Queens. Jo. Ja. Aber für mich ist er immer der Vater von George Costanza in Seinfeld. Ja. Gerry. Ich bin kurz eingenickt. Natürlich. Ja, klar. Aber, ja. Ich hätte es selbst nicht schöner sagen können. Ich habe ihn die Tage auch noch mal gesehen in die Irrfahrt der Einkauf. Real in Kastrop. Ja, bei Real in Kastrop stand er da plötzlich. Jerry Stiller, ich denke, was machen Sie denn hier? Ja. Wie hieß der noch? Die Irrfahrt der Odysseus! Mit der U-Bahn. Poseidon. Nein. Ah, mit Walter Matthau. 1, 2, 3. Ja, genau. Da mit hat Moses, er auch mitgespielt. Pelham. Ja, genau. Genau. Meine ich doch.
Genau, die Pelham. Stopp die Todesfahrt der Pelham 123. Mach ich doch. Den Thorsten nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Aber Pelham. Ich habe keinen Bock mehr. Hörst du mich noch? Ja, ich höre mich noch. Ja, ja. Aber ich höre Sie nicht. Jochen, das ist alles hier hochprofessionell, seit 75 Folgen. Ich habe den Eindruck, ich habe seit heute Morgen um 11 Uhr hier rumgeschraubt, um meine Spiegelreflexkamera als Webcam einzusetzen. Oh. Was bedeutet das? Nach 20 Minuten war der ganze Stadtteil dunkel, weil ich irgendein Kabel, verstehst du? Und jetzt habe ich überhaupt kein Bild mehr. Dafür ist mir das Mikrofon abgeraucht. Ich bin also bester Dinge. Kannst du uns denn sehen? Siehst du uns? Nein! Na sicher sehe ich euch. Technik, die begeistert. Vor dem geistigen Auge. Dieser Podcast wird übrigens präsentiert von Kinomart-Film Wuppertal. Genau. Erfolgreich werben gezielt den Verbraucher ansprechen. Ja. Gestern bin ich erst noch bei Optik Schulte-Lattbeck vorbeigegangen. Auch immer noch großartig. Wir empfehlen auch den Herbstkatalog von Reifen Tanski. Und nicht zu vergessen, Zagreb-Rauchfang. Pizzeria Salvatore. 73 klimatisierte Plätze. Durchgehend warme Küche. Thorsten, hattet ihr sowas auch in Waldrop oder in Dortmund, diese Kinoansagen? Ja, klar, aber ich habe die alle nicht mehr am Zettel. Ich habe tatsächlich, bei uns war das ein Fliesenlegergeschäft, das war ein ganz großes Tennis. Die hatten so ein Einspiel und für eine Fahrschule mit so Popmusik, wo sie haben Führerschein machen. Dann stieg da so eine blonde Else aus. Ich habe da nicht mehr so am Zettel. Ich habe gerade immer auf die Godzilla-Vorschau und so gedacht. Aber Lokalwerbung war immer großartig. Lokalwerbung ist total eng. Ja, super. Fand ich auch. Also Lokalwerbung, wenn etwas gut war, dann Lokalwerbung. Ja, genau. Scheiß was auf Erdbeben, Hauptsache Lokalwerbung. Oder der weiße Hai oder was auch immer. Ja. Ach so, Erdbeben, der Film. Ja, was denn sonst? Was war der letzte Film, den du gesehen hast, Jochen? Warte mal, das war irgendwas mit Uwe Fischer. Also war es im Kino Schöner. Oder was? Ja, im Kino. Warst du im Kino letztens? Ach Gott, ich war schon sehr lange nicht mehr im Kino. Ich glaube, warte mal, da war die D-Mark noch. Es ist wirklich lange her. Ich war lange nicht mehr im Kino. Lieber Jochen, als wir uns kennengelernt haben, damals vor 100 Jahren, also Anfang der 90er, dich kennt man ja jetzt als wortgewaltigen Kabarettisten und ich weiß nicht, was das Wort Gewalt in Wortgewalt sucht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe es jetzt einfach mal gesagt. Ich weiß es auch, ich benutze das nicht. Ja, aber ich hab's benutzt. Und die Leute, die ich nicht kenne, ich habe dich damals ja wirklich auch kennengelernt, noch in deiner alten Profession im Buchhandel. Ah ja, Buch Jansen. Bei Jansen, da hast du mir, falls du dich erinnerst, ein Buch verkauft. Ha, natürlich. Ja, du warst das, Henning. Das erste, was ich ohne Aufsicht verkaufen durfte. Was war der Titel noch? Ich weiß es nicht. Das war bestimmt irgendwas von Pixie. Ja, wahrscheinlich. Du warst schon damals mit Frank Gosen mit Tresenlesen unterwegs und du wusstest, wer ich bin und ich wusste, wer du bist. Aber da haben wir uns da gab es das erste Mal, dass wir so uns getroffen haben. Und wir haben uns damals wirklich auf so einer Nerd-Ebene doch durchaus kennengelernt. Auf einer Nerd-Ebene. Ja, du warst damals schon Nerdöst. Wie der Schotte ja nicht. Ich glaube, den Begriff Nerd gab es überhaupt nicht. Ich glaube, ein Nerd selber bezeichnet sich nicht als Nerd, oder tut er das? Doch. Ich finde es fantastisch, Hennis, wie du versuchst hier, so eine gemeinsame Ebene auch zu machen. Handybänder. Weil sich da keiner dran erinnern kann. Das ist so mit das Beste. Dann habe ich hier von meiner Brezel... Nein. Ich weiß ja auch noch, ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Ich kenne Jochen ja auch nicht. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Aus Buch Jansen und ich habe immer Angst vor ihm gehabt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir, zu Recht, ja genau, ich habe mir da garantiert, von Heine gab es doch diese Filmbuchserie. Ich glaube, da kam jeden Monat neue Biografien von irgendeinem Regisseur. Von irgendeinem Regisseur oder von irgendeinem Film. Und die habe ich mir immer bei Buch Jansen, habe ich mir die immer gerne bestellt. Von daher, Bücher Jansen, so viel Zeit muss Bücher sein. Jansen, ja. Wir sind heute noch dankbar für diesen Moment. Herzlichen Dank. Genau.
Ich glaube, das hat uns am Kacken gehalten. Über Jahre, ja, dass wichtige Regisseure eigene Bändchen bei Ullstein in einer Sammlerausgabe bekommen haben. Ich freue mich. Ich erinnere mich natürlich lebhaft, gerade an Herrn Bender. Ja. Die Details sind mir entfallen, aber er war im Laden, das weiß ich. Ja, ganz genau. Und wir haben hinterher, glaube ich, sogar eine Tonaufnahme von Lenkert gegen Bender versaut, nicht? Weil wir reingelacht haben, wo keiner lachte. Das weiß ich noch. Genau, das ist auf der Tote Kekse Krümel nicht CD, ist das drauf. Im HZO 20 der Ruhr-Uni aufgezeichnet. Hörsaalzentrum Ost. Genau, dafür habe ich aber die erste Tresenlesen-CD belacht. Vielmehr, ja, das freut begackert. Mich. Das genau, damals sehr. Im Fliegenpilz. Aber damals gab es schon das Theaterstück Durst, das glaube ich. Das, weil dann habe ich euch nämlich besucht im Theater Ecce Homo und da lief das Theaterstück Durst nach Motiven von Flann O'Brien. Sogar das Stück ist von Flann O'Brien, ja. Und das ist wirklich eine extrem komische Geschichte, kann man ja, mal sagen. Die wenigsten werden sich erinnern, aber um diese Zeit gab es in Irland noch eine Sperrstunde, 22 Uhr. Da wurde der Hahn zugedreht und das fanden die Leute natürlich scheiße und das wurde von der Polizei kontrolliert. Die kamen auch abends in die Kneipe. Wenn da Leute waren, kam der Bulle rein und sagte, jetzt ist Schluss, Teller leer essen, ab nach Hause. So. Und in diesem Stück passiert das auch und die Kneipe ist voll mit Leuten und es kommt der Bulle rein und dann denkt sich der Wirt, wie können wir das Weitertrinken organisieren? Also erzählt er eine Geschichte aus seiner Militärzeit, wo er in der Wüste schrecklichen Durst hatte. Und das erzählt er unter Mitwirkung der Stammgäste. So plastisch, dass der Bulle vor unser aller Augen zerbröselt und am Ende sagt, gib mir Bier, aber sofort. Und dann gibt es Bier und dann wird die Tür abgeschlossen. Alle trinken bis zum Umfallen. Ein herrliches Stück, literarisch, ganz weit vorne. Und du warst der Wirt? Gosi war der Wirt. Gosi war der Wirt, stimmt, ja. Frank Gosen war der Wirt. Ich war eine Figur namens Pete, mehr oder weniger ohne Text, aber ich durfte die ganze Zeit über Guinness trinken. Das war herrlich. Ja. Ich war auf der Bühne, ich habe Theater gespielt, ohne was zu sagen, also im Sitzen markiert. Und anständig gelöffelt. Und das war. Und hinterher habe ich mich verbeugt. Das war gefährlich. Man muss ja wieder aufstehen. Aber bis dahin war wunderbar. Ein wunderbarer Abend. Und da hast du mich damals auf Flann O'Brien, also mich unter anderem, aber auch viele auf Flann O'Brien gebracht. Das Stück ist hier drin in diesem Buch. Das große Flann O'Brien Buch. Übersetzt von, man kann es sehen, Harald Rowohlt. Harry Rowohlt. Und der hat damals den Ausschlag gegeben für dich. Wie eine gute Hautkrankheit hat Harry Rowohlt den Ausschlag gegeben. Genau. Nein, das Schöne ist, man muss auf das Bild achten. Das Bild hat Almut Gernert gemalt, die Frau von Robert Gernert. Und in dem Wasserfall am Kinn steht eine kleine nackte Frau, wenn man genau hinschaut. Man muss sehr genau hinschauen. Der Bart besteht aus Bäumen. Dafür ist das hier optimal. Das, was wir das machen, ist genau ist Best- Auflösung. Details der Begriff Cover. Auflösung bekommt ein ganz neues. Ja. Was? Optimal. Bitte. Da ist die großartige Geschichte drin, in Schwimmen zwei Vögel. Ja, hier nicht. Ja, übrigens ich würde gerne, dass du den Leuten, die sich jetzt vielleicht für Flann O'Brien interessierst, ich will ja ernsthaften journalistischen Podcast machen. Das ist der Eindruck, den ich habe. Ernsthafter journalistischer. Ich sag mal so, in Schwimmen zwei Vögel ist jetzt vielleicht nicht der beste Einstieg, weil es doch sehr, sehr komplex ist. Was würdest du denn als Fan von Flann O'Brien und Kenner von Flann O'Brien sagen, ist der richtige Einstieg in den Wahnsinn? Der wahre und gangbare Weg in dieses Universum ist Der dritte Polizist. Ein Roman, in dem es um zwei Polizisten geht, wie in dem Titel bereits deutlich wird. Und der ist, ganz richtig, der ist der Einstieg in ein Labyrinth. Der ist so großartig, dass wir ihn komplett mal vorgelesen haben in der Kneipe in Bochum von morgens bis abends. Und es gibt sogar etliche Leute, ich glaube 7, die von morgens bis abends dabei waren und dabei straff getrunken haben. Ich war sehr stolz auf sie. Und das ist ein sehr, sehr komischer Roman. Übrigens, mein Sohn hat ihn erst vor wenigen Wochen gelesen und findet ihn auch noch komisch. Nach all den Jahren. Ja, das also ist fantastisch. Gut. Ja, absolut. Ist auch übersichtlich, kann man durchaus machen. Ne? Ist sicher, je weiter man ihn weghält, umso dünner wird er. Und ich habe gelesen, das ist dein Lieblingsbuch. Das hast du immer bei dir, wenn du unterwegs bist, Jochen. Stimmt nein, das stimmt nicht. Ich habe es im Kopf. Das ist so gut wie bei mir, verstehst du? Okay, und, okay. Mittlerweile reise ich mit kleinem Gepäck. Man muss nicht jedes Buch mitnehmen.
Ich habe aber immer ein wenig Hölderlin dabei. Kann man nie genug haben. Ja, gerade auf Schlechtanlagen. So, das ist journalistischer Ansatz. Ja, bis hierhin war schon ganz gut. Ich finde, ja. Läuft wie gedruckt. Wie machst du das in der momentan in der Scheißkrise? Bist du viel zu Hause? Ich bin die ganze Zeit zu Hause. Ich muss ehrlich sagen, ich genieße es nicht wenig. Ich habe Zeit für Dinge, für die ich sonst gar nicht Zeit hatte. Ich muss kaum jemanden sehen. Die ich sehe, kenne ich gut und mag sie gerne. Ich kann Dinge machen, die ich jahrelang nicht gemacht habe. Es fehlt mir wenig, muss ich sagen. Es fehlt mir wenig. Es fällt mir schwer, diese Sache etwas Schlechtes abzugewinnen. Hast du das Bedürfnis, was zu schreiben jetzt? Was Neues, was Frisches, viel? Ich habe das Bedürfnis, den Mund zu halten, was ich sehr schätze. Ich bin relativ still zu Hause. Ja. Und momentan habe ich das Bedürfnis noch nicht. Nee, kann ich nicht sagen. Also ich schreibe aber eher anders als andere. Also ich gehe sehr lange schwanger mit Gedanken und Ideen. Und dann schreibe ich sie auf und dann müssen sie weg. Also dann muss sie auf die Bühne kommen. Also so auf Halde schreiben oder so, das kann ich nicht. Nee, das mache ich auch nicht. Drängt sich dir so ein postkoronales Programm auf, dass das abarbeitet? Oder würdest du sagen, man muss damit auf jeden Fall abschließen und komplett was anderes machen? Also die Pandemie als Phänomen deckt natürlich viele erspannende Dinge auf. Ne? Das ist durchaus richtig. Inwiefern das dann Eingang später in Bühnenprogramm hat, weiß ich nicht genau. Ich finde, es werden Dinge nach oben gespült. Im letzten Programm habe ich mich ja mit Bildung und Dummheit beschäftigt. Ja. Und jetzt müsste man eigentlich noch sogar einen Schritt weitergehen, denn es finden ja Dinge statt, auch in den Medien, in der Öffentlichkeit, die sind mehr als verstörend. Und ob das an der Pandemie liegt oder einfach an einer insgesamten intellektuellen Degeneration weiter Kreise dieser Gesellschaft, weiß ich nicht genau. Das muss man dann rausfinden. Aber das macht schon Eindruck auf mich. Hast du denn schon einen Termin für ein neues Programm? Das ist geil, oder? Hat irgendjemand irgendeinen Termin? Es wird vermutlich ein Donnerstag werden. Yeah, mehr kann ich dazu nicht sagen. Naja, aber ich frage es deswegen, weil die Frage steht ja im Raum, ist Kultur und das, was wir machen, systemrelevant und so weiter? Nein. Ich habe doch, pass auf, ich sage euch deswegen, ich sage euch Folgendes, ich bin von der Idee gekommen. Wir freuen uns immer, wenn was Neues rauskommt, wenn eine neue Serie rauskommt, eine neue Staffel Better Call Saul, ein neuer James Bond. Und kreative Leute gehören zu den Menschen, die was darstellen und die was produzieren, worauf die Leute sich in Zukunft freuen können. Das heißt, die freuen sich auf den nächsten Auftritt von Thorsten Sträter. Sie freuen sich auf das nächste Programm von Jochen Malmsheimer, auf das nächste Buch von Stephen King. Einerseits, lass mich das kurz sagen. Das heißt, wir halten den Leuten etwas hin, wo man sagt, so pass auf, das kommt demnächst, darauf könnt ihr euch freuen. Und deswegen frage ich Jochen, ob und wann das nächste Programm von ihm kommt. Ich kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, ich finde es schön, dass sich die Leute, ich weiß nicht, ob das sogar so stimmt, ob sie sich wirklich freuen oder freuen müssen oder freuen wollen, ich weiß es nicht. Das weiß ich aber für dich mit. Ich glaube, in diesen Zeiten tut es Not und ist es auch gut, wenn man die Seele pflegt. Und Humor ist dazu ein großartiges und probates Mittel. Das ist wie Öl, mit dem man die schundige Haut einreibt, damit sie hinterher schön seidig und glänzt. Das ist fein und richtig. Oh, das ist ein schönes Bild. Aber das, was ich mache und was auch der Thorsten macht oder auch du machst, glaube ich, lässt sich weder am Schreibtisch noch über die Webcam wirklich angemessen präsentieren. Ich gehe nicht ohne diese Atmosphäre, die man in einem vollen Haus hat. Und deswegen ist auch ein Autokino und sonstiger Schwachsinn kein Ersatz für das, was wir tun. Ich weiß nicht, ob man das Kunst nennen kann, aber unser Handwerk kann nur funktionieren im direkten Kontakt zu unserer Zielgruppe. Und wenn die nicht herzustellen ist, dann sehen wir alle ziemlich alt aus. Da kannst du Bücher gegen anschreiben und lustig Handpuppen spielen und im Video lustige Mythen aufsetzen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir austauschbare Figuren sind und nur auf der Bühne sich dieser Zauber entfalten kann und für den es sich wirklich lohnt. Und da habe ich große, große Sorgen. Mehr muss da nie wieder einer zu sagen. Nirgendwo. Ja. Das war's.
Habt ihr das Video von Helge Schneider gesehen, was er gestern hochgestellt hat auf Facebook? Nee, was hat er denn geschrieben? Ja, er hat es geschrieben. Er sagt eigentlich genau das, was Jochen auch sagt. Er sagt, er möchte nicht vor Autos spielen. Er möchte nicht spielen vor Leuten, die Mindestabstand und so weiter für diesen ganzen Sachen. Das möchte er alles nicht. Er möchte ganz normal spielen. Und wenn er das nicht kann, dann spielt er einfach nicht. So, also ganz hart. Also er war auch sehr, jetzt hat der Helge natürlich die großartige und komfortable Ausgangsbasis, sich das erlauben zu können. Ja. Soweit bin ich beispielsweise noch nicht. Ich habe mindestens einmal täglich regelmäßig Zugang. Diese schöne Gewohnheit möchte ich beibehalten. Das heißt, oben muss was rein. Und ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Mhm. Deswegen wird mir langsam schon, bekomme ich so ein bisschen Sorge. Ja. Ich denke, wir werden, wenn das so bleiben sollte, müssen wir für uns alle und für alle, die das erleben sollen, uns was überlegen, was Neues überlegen, eine Perspektive überlegen. Und ich glaube, das, was wir jetzt machen, ist keine Perspektive. Nee, ist es auch nicht. Was war denn mit Größen aus der Gegend? Bist du da drauf gekommen oder wer hatte da die Initialzündung? Mein Söhnchen ist da drauf gekommen, mein Sohn Aaron. Ja. Der macht gerade eine Ausbildung zum Mediengestalter und der hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr was machen würdet? Und da habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Und dann ruft den Hennes an, ruft den Hans-Peter an und ruft den Gosi an. Und die haben dann wieder andere angerufen und daraus ist das geworden. Das war ganz, ganz wundervoll. Ist aber eben auch nur, es ist ein Pflästerchen. Ein schönes Pflästerchen. So. Nur kurz dazu, es gibt die Serie Größen aus der Gegend auf YouTube. Da da könnt ihr zum Beispiel mich sehen mit meinem alten Bühnenpartner Hans-Peter und ihr könnt Jochen sehen mit seinem alten Bühnenpartner Frank Gosen. Einen Auftritt nach über 20 Jahren oder wie lange seid ihr nicht zusammen aufgetreten? Exakt 20 Jahre. Exakt 20 Jahre. Ja, das war wirklich... Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Es war sehr berührend. Ich setze deswegen den Ehrenface auf. Es war wirklich, das hat mich unglaublich berührt. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Und es war ein fulminanter Abend und wir haben, also viel länger hätte er auch nicht dauern dürfen. Wir haben uns um die Chance, um die Angst zu nehmen, haben wir ein bisschen Guinness mitgebracht. Und das hat die Sache doch extrem befeuert. Also gegen Ende. Ja. Thorsten, hattest du denn... Ein konsonantischer Abend. Ich war ganz baff, weil ich, das klingt bescheuert, aber ich auf YouTube gucke ich ab und zu Malmsheimer, also so nach Malmsheimer, ob es was Neues gibt, da kannst du ja einstellen, nach relevant und als letztes hochgeladen und war ganz platt, als ich sah, dass Tresenlesen temporär wieder da ist. Ich kannte die ganze Format nicht, was sie sich da ausgedacht hatten und habe das auf dem Rastplatz geguckt, mit einer halben Schachtel Zigaretten von Köln ins Ruhrgebiet, habe ich erstmal hingestellt, anderthalb Stunden. Und habe wieder sehr gelacht bei King schön. The Fuckers, natürlich. Ich auch. Bei King The Fuckers, ja, natürlich. Dann sowieso komplett wirklich, vorbei. Vor allem, das Tollste war, wir haben es ja wie immer, wir haben ja nicht geprobt oder so, sondern es war, wir haben die Sachen aus dem Regal genommen und haben uns da hingesetzt und es war so wie früher. Wir hatten nur ein bisschen genau Abstand, aber es war genau wie früher und wir wussten, wie es geht und es war himmlisch. Also wirklich, nicht ganz aus dem Häuschen. Ja, und wir werden das wieder machen. Ich muss auch sagen, da nagel ich dich aber drauf fest hier, auf das Wiedermachen. Da, durch die Hände. Als jemand, der euch ja doch das, ich sag mal so, des Öfteren erlebt habt und auch durch die Gegend. Ich glaube, du hast uns damals erfunden in einer Garage in Wyoming. Es gibt diverse Auftritte, bei denen ich zugegen war, wo ich auch teilweise selber gefahren bin. Wenn Wyoming ist das Stichwort. Wenn euer Citroën mal wieder abgekackt ist. Ich sag nur Wuppertal. Hallo Mülheim. Ja. Das war ein Später. Und Schlagfahrer. Opas Erzählen vom Krieg. Thorsten, hattest du denn damals Tresenlesen auf dem Schirm, als es die gab? Oder warst du damals noch... Ich habe von Kloyze Penussen, ich habe jede CD physisch. Und habe immer bedauert, dass das irgendwie nach einer Stunde ist das Ding ja vom Tisch. Das war immer eine CD, eine fucking CD. Und ich habe die alle. Ja, aber du hast die nie live gesehen zusammen. Ich habe die nie live. Das war nicht meine, das vor 20 Jahren hätte ich die Kohle gar nicht gehabt. Stimmt, es hat bisweilen zwischen 5 und 6 Mark gekostet. Ich habe euch gesehen. Das war damals viel Geld, Jochen. Das war damals, es gab sonst nichts. Und davon gab es auch nicht viel. Ich hab euch damals gesehen im Puhvogel. Da habe ich euch live gesehen, das weiß ich noch. Ja. Jungs auch, da waren wir.
Ja, Puhvogel fing es an. Puhvogel nicht alles an in der Kneipe? Puhvogel? Jochen, war das? Ja, eigentlich fing es in Paddys Papa. Und da habe ich zum ersten Mal Flann O'Brien vorgelesen. Und dann haben wir daraus eine Serie gemacht und das fand dann im Puhvogel statt. Genau. Und da habe ich euch gesehen. Genau. Das war sehr lustig. Aber also hinterher mussten wir die Anlage auf die Straße stellen, damit die Leute auf der Straße was zu hören hatten. Das war schon schön. Und zum Winkel konntest du nur zu zweit gehen. Weil das war wie bei den Beatles auf dem Dach. Aber ihr, also du auch auf jeden Fall, aber Tresenlesen zählen, gerade bei sehr vielen, deswegen frage ich Thorsten, bei sehr vielen Slammern, bei sehr vielen Poetry-Slammern als ganz großer Einfluss. Ich war unterwegs. Ja, da kam ja auch keiner dran. Die Poetry-Slammer. Nein, da kam auch keiner dran. Das Poetry-Slam fußt ja darauf, in 4 Minuten 30 ein Gedicht zu schreiben oder eine Geschichte. Und bei Tresenlesen war ja die Länge der Geschichte vollkommen Latte. Und du hörst mich gerade nicht, Gary, dann rufe ich dich an. Und es war halt rein betonungstechnisch. Ist da an Tresenlesen, also eigentlich konkret eher an Jochen, als an, ich meine das nicht böse, als an Frank Rosen, ist da rein betonungs- und lebendigkeitstechnisch kein Drankommen. Auch inhaltlich nicht. Von daher kannst du, wir können alle aus dem Poetry Slam Sektor gerne mal daran rumbeten. Du kannst ja nichts dafür kaufen. Also so, starte Röte überfliegt meine Züge. Ja, aber du hast das sehr schön gesagt. Das soll ja nicht mal ein Kompliment sein, ist ja. Nein, das ist aber sehr lieb. Also ich kann allen nur empfehlen, mal zu gucken, sich die alten Tresenlesen-Sachen anzuhören. Ich war unterwegs mit dem lieben Kollegen Jan-Philipp Zimny, der auch in höchsten Tönen von dir sprach. Also so die ganze Zeit, ja, finde ich gut. Das würde mir unglaublich auf den, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, kennst du eigentlich Röbsensee, eine Hauptstadt? Und er sagte nein. Und dann habe ich das Handy rausgeholt und habe ihm das erstmal vorgespielt. Und er lag also neben mir im ICE auf dem Boden. Und wir wollten das eigentlich auch im Zeitmaultheater machen. Aber mein Bruder Henning, der die Lilien rülpsen sollte, war momentan schlecht beim Magen. Da wäre wahrscheinlich Land mitgekommen, deswegen haben wir gelassen, komm. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben, oder? Stimmt. Aber auf YouTube kann man es noch hören. Rülpsensee, eine Hauptstadt. Ehrlich. Du, Frank Gosen, mein alter Partner Heinz-Peter und dein Bruder Henning. Ja. Rülpsensee, ein Meisterwerk des Humors. Was hat dich denn, ich meine, es ist ja bekannt, wer und was dich humoristisch geprägt hat, aber sag es doch einfach nochmal. Da ist Hans-Dieter Hüsch. Hans-Dieter Hüsch. Ganz oben. Und zwar nicht der Kabarettist zunächst, sondern der Fliesenleger. Hans-Dieter Hüsch. Richtig, die Betonung beim Fliesenlegen ist die halbe Miete. Wer richtig betont, liegt richtig. So heißt es. Nein, der hat damals die wunderbaren Väter der Klamotte synchronisiert. Und zwar abenteuerlich. Abenteuerlich. Ich habe das hinterher gehört, wie die das gemacht haben. Die haben ihn, ich glaube, das war beim Saarländischen Rundfunk, in ein Studio gesetzt und haben ihm diese Schnipsel vorgespielt. Und haben gesagt, Hans, ja, mach dir mal Gedanken für die Synchronisation. Und dann haben sie dabei, während er da drin saß, die Bandmaschine schon mal laufen lassen. Und dann hat er da gesessen und gesagt, Wachtmeister Eckensteher steht wieder an seiner Ecke und schon gibt's was auf die Ohren. Und dann haben die das mitlaufen lassen. Und dann kommt er raus aus dem Studio und sagt, so, ich hab's. Und dann sagten die Leute, wir auch, alles gut, Hans-Dieter, danke, das war's schon. Das heißt, der hat improvisiert und dazu diese Filme gesehen. Und wenn man das heute sieht, mich bläst es vom Sofa. Es ist so unglaublich großartig. Und das hat mich sehr berührt. Sowas wollte ich auch mal machen. Also in der Richtung. Ist ja dann man darf aber sagen, dass Monty Arnold das auch fantastisch macht. Ja, Monty Arnold macht das fantastisch. Inzwischen, ja, das stimmt. Der ist leider in so einer komischen Ecke irgendwie, den sieht man kaum noch. Den hatten wir auch schon als Gast. Filmchen, und, ne? Und Monty war ja auch mit Hüsch auch befreundet und steht ja auch das dazu, dass auch. Das, ja, das fand dass, ich auch mal ganz auf jeden großartig. Fall der Riesen Einfluss war. Bei dir, ich meine, gut, wenn man dich kennt, weiß man, du bist ein großer Hüsch-Fan, aber ich kann jetzt ganz ehrlich nicht sagen, dass es schon mal sowas wie dich in dieser Form, in dieser Vehemenz gab. Oder gibt es irgendjemanden, wo du sagst, so, das ist das, das will ich, das will ich machen. Noch nie jemanden wie dich in dieser Vehemenz. Wo auch immer die ist. Das ist das. Ja, in der Verdichtung, in der Performance, in der Signifikanz. Ich habe. Guck mal, Hennis, du stehst hier, sehe ich gerade. Guck mal, da. Am Rand einer Wanne. Wo bist du denn, Thorsten? Im Majestic-Theater. Ah ja, das ist der Auftritt, der ausgefallen ist. Das ist nicht Majestic. Majestic, weiß ich nicht. Her Majestic. Majestic. Mein Lieber, könnt ihr mir noch einen Kaffee machen?
Jazzstick, danke. Das sind doch diese kleinen Dinger, wo man dann tick, das sind Jazzstick. Davon ab. Jedenfalls. Majestic. Ja. Ist mir runtergefallen. Wo war die Frage nochmal? Die Frage war, ist Hüsch der Monolith, an dem du dich künstlerisch Hüsch abarbeitest? Ist der Monolog. Ist der Ondolith? Nein, Hüsch hat mich sehr geprägt. Und zwar vor allen Dingen sein Umgang mit der Sprache. Der hat eine Art und Weise zu sprechen, die besonders ist. Er hatte unglaublich viele Schattierungen, Nuancen und sehr viel Temperament da drin und kann Dinge machen, die sich andere heute nicht mehr trauen. Und das hat mich immer total begeistert. Ein wunderbares Taube und das zeichnet ihn als Humoristen aus, er war sich nie zu schade, zu albern und zu spielen. Ja. Und bei aller staatstragenden Wesentlichkeit der Kunst hat er eben zwischendurch auch mal die Hosen runtergelassen. Und das macht mir Freude. Sowas finde ich großartig. Ja. Man darf sich nicht zu schade sein, sondern man muss alles machen, was einen selbst unterhält. Dann wird sich auch jemand finden, der das auch komisch findet. Ich kann mich noch erinnern. Ich hoffe, dass irgendjemand die zweite Weisheit mitgekriegt hat, die eigentlich weggenuschelt wurde. Aber das stimmt. Dann wiederhol sie nochmal, Thorsten. Man muss einen Weg finden, sich selbst zu unterhalten, sich selbst zu amüsieren, dann ziehen irgendwann auch andere Leute und finden das dann auch gut. Das ist der Punkt. Das ist richtig. Das stimmt. Ich hab ja damals die Entwicklung, deine künstlerische Entwicklung über Dresden lesen, dann, was ja dann in dein Solo-Programm 2001 war es, glaube ich. 2000 war das Jahr des Herrn. Genau. Und erst kam mein Sohn, was sich ja wirklich entwickelt hat, ist ja wirklich das Epische deiner Texte. Andere sagen lang. Aber ich sage, du machst ja episches Kabarett, aber die Texte wurden immer und immer, also es gab dann irgendwann so einen Punkt, wo man sagte, das ist jetzt das Gegenteil von Easy Listening, was ich hier mache jetzt. Ich muss mich jetzt wirklich total konzentrieren. Und da war natürlich auch für mich immer die Frage, wie kriegst du das, hast du das irgendwie eingedämmt, wenn es mal um Fernsehauftritte ging oder hast du da, war dir das total scheißegal? Du hast immer Fernsehen interessiert mich nicht. Ja. Fernsehen interessiert mich deswegen nicht, weil da geht es darum, wie etwas aussieht. Und ich sehe nicht toll aus und das, was ich mache, ist auch nicht beeindruckend, also optisch. Und ich habe immer, wie man so schön sagt, ich komme ja von der Geschichte. Das heißt, Anfang, Hauptteil, Schluss. Man lässt sich Zeit, um etwas zu erzählen. Und wenn die Zeit nicht da ist, dann sollte man nicht erzählen. Ja. Ich habe mir um solche Formate nie Gedanken gemacht, sondern ich wollte sehen, dass ich die 90 Minuten auf der Bühne gefüllt kriege. Und zwar so, dass es mich persönlich interessiert. Wenn ich etwas hasse, dann ist es unterfordert zu sein auf der Bühne. Wenn ich nach 3 Minuten schon weiß, wo der Hase langläuft, schalte ich ab. Und das möchte ich nicht. Ich möchte die Leute, die bereit sind, sich darauf einzulassen, die möchte ich bis zum Ende anstrengen. Das finde ich schön. Das habe ich bis heute beibehalten. Und wie war das bei der Anstalt? Hast du die Texte da extra für geschrieben oder hast du die, weil da ging es ja wirklich um eine bestimmte Minutenzahl, die du erfüllen musstest. Da ging es um eine Minutenzahl, die Minuten, Sekunden und Minuten, die sich zu Stunden auswechseln können. Jedenfalls gab es da inhaltliche Vorgaben, in welchem Rahmen man sich bewegen musste. Und dann habe ich was im Repertoire, was man da nehmen kann, was sich herauslösen lässt. Und wenn nicht, habe ich was geschrieben. Und da es oft dialogisch war, haben wir immer auch auf Sachen angefangen. Da durften wir machen, was wir wollten. Und die Leute haben dann hinterher aus der Musik was weggeschnitten oder den Kostümwechsel verkürzt, um die Texte zu erhalten. Und das fand ich ziemlich cool. Hm. Ja. Hallo? Muss kurz. Hallo? Ich suche gerade meine Lieblingskritik auf Eventim für Jochen, wo ich mich so weggeschrien habe. Ich dachte, du spielst gerade Candy Crush oder so. Nein, ich gucke gerade auf Eventim wegen Jochens Kritik. Ich habe die gelesen. Ich lese ab und zu die Eventim-Kritik. Ich könnte in der Zeit etwas aus der Klebstofffibel vorlesen. Bitte. Seit über 80 Jahren. Warte mal, während Thorsten da sucht, halte ich mal einen Film in die Kamera, der dich vielleicht auch sehr geprägt hat. Der Wein gut und rein ist der Becher mit dem Fächer. Ja, ganz genau. Das Gift in dem Wein ist der Pokal mit dem Portal. Jetzt bist du dran. Es geht um der Hofnarr von... Der Wein gut und rein ist im Kelch mit dem Elch. Das ist es. Der Danny Kaye-Film aus dem Jahre, den haben wir auch bis zum Erbrechen zitiert und quasi nachgespielt. Ein großartiger Film, synchronisiert von Gary
Danny Kaye? Georg Tomalla, ne? Natürlich. Richtig. Ja. Ganz ja. richtig. Ganz, ganz richtig. Richtig. Ja. Woher kommt eigentlich das ganz richtig? Damit von Heino Jäger. Heino Jäger. Auch so ein großer, immenser und leider völlig verkannter oder inzwischen vergessener Generalhumorist, der leider völlig umnachtet dann auch verstorben ist. Großartiger Maler und Grafiker übrigens. Hat dann in einem Anfall von Weitsicht sein Gesamtwerk verbrannt, was ich ziemlich cool finde. Deswegen sind nur wenige Arbeiten erhalten geblieben. Und der ist oft nackt auf die Straße gelaufen und hat geschrien, dass das Abendland untergeht. Und er sollte recht behalten. Also insofern ein großartiger Mensch. Heino Jäger, auch ein großer, großer wichtiger Einfluss auf Helge Schneider übrigens. Ja, das glaube ich. Vergessen gerade, was die Hörspiele und Hörbücher angeht. Die Hörstürze angeht. Genau. Apropos Hörbücher. Bitte? Leute, die dich nur als Kabarettisten kennen, wissen das vielleicht nicht. Aber du hast mehrere Hörbücher eingesprochen. Darunter die Brautprinzessin. Ja, richtig. Gibt zusammen, zusammen mit Bela B. Wie ist es denn dazu gekommen? Zu dieser. Das müsstest du eigentlich die Herstellerfirma fragen, denn die haben sich gedacht, die Brautprinzessin gut und schön, Jochen Malmström auch gut und schön, das kauft aber keine Sau. Wir brauchen einen Kracher vorneweg. Und da hat man junge Leute im Visier gehabt, die ganz schwarz tragen und im Foyer von Theatern zelten. Und dann haben sie gesagt, das ist nur einer, der das kann. Bela B. Und dann haben sie den kommen lassen. Was halt, der ist noch gar nicht gekommen, der ist in Hamburg geblieben, hat sein Zeug da eingesprochen und ich habe mal jetzt in Bochum eingesprochen, dann haben sie es hintereinander geklebt und fertig war die Laube. Mhm. Das Buch ist aber so großartig, dass das dem keinen Abbruch getan hat. Ist egal, ist es. Ein großartiges Werk. William Goldman hat es geschrieben, übrigens bekannter amerikanischer Drehbuchautor für in eure Nerd-Ecke. Batsch Cassidy und Sundance Kids beispielsweise. Ja, ja. Batsch Cassidy, Sundance Kids. Cruising, neulich noch gesehen. Oder auch Butch Cassidy. Der School-Thriller mit Al Pacino. Den hat der Goldman geschrieben? Ehrlich? Oh. Ja, Butch Cassidy. Ja, ja. Sundance Kid. Die Unbestechlichen oder auch, oder? Was? Gary, die Unbestechlichen? Ja, die Unbestechlichen auch. Ja. Auch genau. Und die Unbestechlichen. Also nur gute Drehbücher. Und ein sehr schönes Buch über das Filmen selber. Ich glaube, die Hollywood-Story. Zwei Stück hat er. Genau, ja, ja. Jochen, Brautprinzessin, warum ist das so ein wichtiges Buch für dich? Weil das offensichtlich ein Buch ist, das jemand geschrieben hat, der das vermisst hat. Also hat jemand mal ein Buch geschrieben, das es vorher nicht gab. Und hat sie gesagt, wenn es kein anderer macht, mache ich es eben selbst. Und ein Buch, auf dem bereits auf der Seite 4 der Hauptdarsteller stirbt, das macht Hoffnung, wenn man noch 300 Seiten in der Hand hat. Irgendwas muss passieren und so sollte es kommen. Es ist phänomenal. Es ist absolut die Figuren sind phänomenal, der Plot ist phänomenal. Es ist ein hinreißendes Werk, eine Liebeserklärung an das Phänomen Frau. Davon gibt es auch nicht viele, also Frauen schon, aber nicht Liebeserklärung. Es steht sicherlich in jedem Bücherschrank eines verliebten 17-Jährigen aus den 90er Jahren. Ist aber nur selten gelesen worden, dummerweise. Sehr schade, wie ich finde. Also das ist ein Kracher, dieses Buch. Es schrie danach und es schrie meinen Namen. Und dann habe ich gesagt, ich mach's. Super. Machst du bald noch wieder ein Hörbuch? Hast du Angebot, mal Hörbücher zu lesen und lehnst Ich habe noch nie ein Angebot bekommen, ein Hörbuch zu lesen. Das hat das hat mich noch nie einer gefragt. Ich habe was gehabt, was ich gerne vorgelesen hätte. Und dann gab es eben Roof, die gesagt haben, sie machen das. Und das fand ich ganz toll. Sie sind auch ein erhebliches verlegisches Risiko eingegangen, weil ich eben kein Straßenfeger bin. Ansonsten, es ist immer der Stoff, der es verdient. Ja. Und da sind mir nicht so viele Stoffe geläufig, die noch nicht eingelesen worden sind. Ich hätte von dir sehr gerne sowas gehört wie Der Exorzist. Weißt du? Ist das eine Romanvorlage? Nein, ne? Der Exorzist ist doch keine Romanvorlage. Von wem ist die Romanvorlage Der Exorzist? Von einem Hans-Günther Freudenstadt aus Sindelfingen. Ich habe keine Ahnung. Wer schreibt sowas? Ich weiß es nicht. Gibt es überhaupt eine Romanvorlage? Nee. Ich weiß es nicht, ob es eine gibt. Echt? Gibt es, glaube ich, ja. Natürlich ja, gibt es eine Romanvorlage. Aber die Verfilmung von Brautprinzessin, wie fandest du die denn? Weil die war ja doch. Den bitte? Die Verfilmung. Verfilmung. Peter Blatty. Genau. Das ist einer der wenigen Filme, die ich mir nicht angeschaut habe, obwohl ich weiß, dass es ihn gibt. Weil ich mir die Brautprinzessin. Weil ich mir die Bilder nicht kaputt machen lassen wollte, die ich selber im Kopf habe. Ist ganz schön geworden mit der Musik von Da streiten sich die Geister. Ne? Es gibt viele, die das sehr übel genommen haben, dass das verfilmt worden ist. Ich habe ihn neulich. Literarische Vorlage funktioniert eh nie. Kaum, Frag mal was zu Herr der Ringe.
Ja, das, da ist Jochen natürlich auch ein Fachmann, was Herr der Ringe angeht. Nur kurz, Brautprinzessin habe ich neulich gesehen. Er ist nett, er ist schön, aber es kommt überhaupt nicht daran, wenn man gegen das Lesen dieses Buches. Und als damals Herr der Ringe rauskam im Jahr 2001, Jochen, du erinnerst dich, wir haben uns auch sehr, sehr oft über Herr der Ringe, und ich war so neugierig, wie du den Film fandest. Jetzt ist das auch schon fast 20 Jahre her, Herr der Ringe. Du bist ein großer Herr der Ringe Liebhaber und Kenner. Ja. Was sagst du denn zur Verfilmung? Ich kam ganz gut damit zurecht, weil sich viele Bilder, anders als bei der Brautprinzessin, in meinem Kopf mit denen gedeckt haben, die Herr Jackson erbrütet hat. Ich habe ihm auch nachgesehen, dass er bestimmte Kompromisse machen musste. Dass er Tom Bombadil beispielsweise rauslässt, fand ich eine Frechheit. Was er mit dem Hobbit gemacht hat, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber, doch, da reden wir gleich drüber. Ja, dann nicht mit mir, weil das für meinen Blutdruck unheimlich falsch ist. Jedenfalls, ich war so süchtig danach, es endlich zu sehen, dass ich bereit war, Kompromisse einzugehen. Dass man eine derartig epische Erzählung nicht in 9 Stunden oder 12 Stunden adäquat abgefilmt bekommt, weiß jeder, der sich damit auskennt. Und es handelt sich ja eigentlich um das Werk eines Sprachverliebten, der hat ja Sprachen erfunden und dann darum die Geschichte gestrickt. Also das lässt sich natürlich alles nicht abbilden. Ich war von der Art und Weise, wie er das gemacht hat, eigentlich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Bin es bis heute. Und schätze den Film sehr. Ich vermisse viel, aber das stört mich nicht mehr so, wie ich gedacht habe. Es gab zwei Sachen, an die ich mich noch erinnere. Das eine war, dass du gesagt hast, dass du mit dem Aragorn sehr zufrieden warst. Ja, ja. Den habe ich gemocht, weil das nicht so ein Schönling war. Ich hatte Sorge, dass das so ein schöner Held werden. Ne? Und das war Viggo Mortensen, ist einer, der hat Brüche und Kratzer im Gesicht. Und die Details, die ich hinterher erfahren habe, die habe ich nochmal für ihn eingenommen, als er sich bei einer Szene den Zeh brach und dafür eintrat, dass genau das auch drin bleibt, weil er so schön authentisch reagiert hat. Ist ja logisch, dass man dann schreit, wenn einem der Zeh bricht. Aber ich sehe die Stelle heute anders, muss ich sagen. Ja, ja. Also der hat mir sehr gut gefallen. Das war nicht so ein Übermensch. Er ist auch sehr spät dazugekommen. Er war nicht die erste Wahl für Aragorn. Das sollte eigentlich ein anderer Schauspieler spielen. Glenn Close. Und nicht Glenn Close, ein anderer Schauspieler. War ein Scherz. Das hat bei mir funktioniert. Glenn Close, die kann alle spielen. Von daher. Und da hat Peter Jackson Peter gesagt. Peter Korf. Ja? Und da hat er auf dem Fahrrad aus Uhlenbusch eingereist. Genau. Das wissen jetzt nur zwei Leute verstehen diese Anspielung, aber es ist so scheißegal. Aber und Jochen ist keiner von ihnen. Mach doch, mal weiter. Doch. Nein, aber tatsächlich war es so, dass ein jüngerer Schauspieler den Aragorn spielen sollte. Und Peter Jackson hat gesagt, nee, das funktioniert nicht, der ist zu jung. Und wahrscheinlich hat er quasi recht auf irgendeine Art und Weise dich kanalisiert und hat gesagt, was würde Jochen Malmsheimer jetzt tun? Ja, das kenne ich. Lex Luthor ist dem Chat beigetreten. Ja, klar, komm. Was willst du machen? Wow. Ja, ja, muss man mir es warm. Thorsten hat gerade seine Mütze abgesetzt. Mit Galadriel warst du, glaube ich, nicht so zufrieden, ne? Mit Kate Blanchett. Das ist. Das liegt doch in der Figur. Das ist wie mit der Brautprinzessin. Das kann ich auch. Kann mir keine Frau vorstellen, die sie spielen soll, könnte. Nimm die Dinger. Das sind. Ja. Also, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und Kate Blanchett war sicherlich aus den Möglichkeiten eine der besseren, sagen wir so. Aber ja. Und nur ganz, ganz. Adriel ist eine Göttin, verstehst du? Und ein bis zur Langweiligkeit hin ätherisches Wesen. Und ja. da kann man nicht eine Frau aus Fleisch und Blut hinstellen. Da muss man irgend so ein, was weiß ich, so eine Stoffpuppe oder irgend sowas animetechnisches machen. Aber, aber das ist schwierig, finde ich. Also ich war mit Liv Tyler als Arwen, da habe ich gedacht, die ist geboren um eine... Ja. Ist es eine Elbin oder ist es eine Elfin? Das ist für mich immer so als Anglist immer so die Frage. Ja, das ist die Sache mit der Übersetzung. Also im Original heißt es Elves. Das ist ist schon eine Elfe. Und ob das ein Elbe oder Elfe, da musst du den ersten Übersetzer fragen, was er sich dabei gedacht hat. Ob er sich was dabei gedacht hat, wir wissen es nicht, aber... Er denke, er wollte sich absetzen, so ein bisschen. Und ja. Nur ganz, ganz kurz noch zu den Hobbit-Filmen. Da warst du nicht so glücklich mit. Nein, war ich nicht.
Überhaupt nicht. Was dieser zweite Erzählstrang mit diesem merkwürdigen weißen Generalmonster da zu tun hatte, war mir ein absolutes Rätsel. Natürlich gibt es auch da wieder wunderschöne Stellen, aber dann wird eben die Geschichte, die auch, sagen wir, die sich in 60 Minuten hätte erzählen lassen, auf episches Kinoformat aufgepumpt. Und das ist so durchsichtig gewesen diesmal, dass mir das extrem am Sack ging. Aber Smaug war gut, oder? Smaug war super. Smaug war gut, ja sicher. Das war toll. Auch der Dialog mit der Meisterdieb und Smaug, das hat mir großen Spaß gemacht. Sicher. Solche Dinge machen Freude. Auch diese verwarzte Stadt am See, dem großartigen Bürgermeister, das hat natürlich Freude gemacht. Stephen Fry, ja. Natürlich. Aber da gab es doch schon mal eine Verfilmung. Ne? Es gab doch diesen Zeichentrickfilm, ne? Der so Ralf Bakshi, ganz neue Technik damals. Ne? Ja, der hat das natural abgefilmt und hinterher zeichnen lassen. Also die Bilder Hand für Hand. Was richtig geil ist. Ich würde es richtig geil ist. Ich würde erst einen Zeichentrickfilm machen und dann... Das ist... schreib dir das bitte auf, das scheint mir eine großartige Idee zu sein. Ja, klar. Aber der ging auch nur 90 Minuten, ne? Also ja, klar, das ging, ging nur quasi... Das ging, glaube ich, bis zur Schlacht von Helmsklamm. Genau. Ja, Helmsklamm, genau. Und dann war der Arsch ab. Das war übrigens die tollste Schlacht. Grafisch war es fantastisch damals. Ja, absolut. Die das ohnehin waren ganz düster. Beeindruckende Szenen, auch der Nazgul war eine ganz besondere, gab es nur eine winzige Einblendung, der hatte nur eine Millisekunde, war der mal im Bild und das war so beeindruckend. Das hat er von einem großen Grafiker abgeschaut, das Bild. Also ganz toll. Aber eben danach war der Bart ab, gab keine Kohle mehr offensichtlich und ich habe jahrelang auf den zweiten Teil gewartet, der nicht kam. Es gibt eine amerikanische Serie als Fortsetzung, die von Ralph Bakshi. Ja, ich habe davon gehört, ja. Aber ich habe mal Ausschnitte gesehen, also man muss das nicht sehen. Aber ich habe damals Herr der Ringe im Kino gesehen, also die Zeit vom Herr der Ringe gibt es eine Fortsetzung, amerikanische fürs amerikanische Fernsehen. Ach so, okay. Ich habe jetzt gedacht, aber du meinst jetzt nicht die Amazon von Amazon, die Serie. Die kommt nämlich erst nächstes Jahr. Nee, die kommt, kommt erst nächstes Jahr. Nein, kommt nächstes Jahr. Versprichst du dir da was von, Jochen? Also, ich bin ja Teetrinker. Das heißt, ich kenne den Wert des zweiten Aufguss. Aber das geht auch nicht bis zum Ende aller Tage. Verstehst du? Es wird immer dünner. Es wird gegen Ende dünner und faseriger. Ich kann mir das nicht direkt vorstellen. Aber man soll nicht, es sind ja ungelegte Eier, die wir hier reden, also geben wir ihnen eine Chance. Ich persönlich verstehe es nicht. Hast du denn Game of Thrones geguckt, wenn du ich habe das für meine Kinder, ich habe den Einstieg selber mitgemacht, habe dann unterwegs den Faden verloren und nicht weitergeschaut. Meine Kinder haben es bis zum Ende, die sind dort trittsicher im Diskurs und kennen sich aus und haben alle Folgen und ich habe dann irgendwann einen Stubs dran gegeben. Ich habe es aber gelesen, Hennes. Das ist eine sehr alte Technik. Ich habe es auch gelesen. So, und zwar schon vor Jahren. Ich habe eine sehr schöne Ausgabe bekommen. Und der schreibt damals. Toll, der George R. Martin. Der schreibt toll. Man hat es dann irgendwo beim Schreiben, fand ich, dann doch gemerkt, dass ihm so langsam aber sicher seine eigene Welt zu komplex wird. Das heißt, all die Fäden noch so zusammenzufummeln wieder. Und das wurde immer anstrengender. Ja, ja. Denn die schriftliche Fassung ist ja, soweit ich das verfolgen kann zumindest, auch noch nicht richtig zum Ende gekommen. Also, ist noch nicht fertig. Es eins gibt, es ist ja so episch angelegt, dass man wahrscheinlich auch ohne Ende klarkommt. Aber ich hatte den Eindruck, dass er im Schriftlichen ein bisschen überfordert war gegen Ende. Von sich selbst. Eine tolle Situation. das muss man erstmal schaffen. Bei Fantasy sind und Schwertern. Es gibt ein Hörbuch, was du eingelesen hast, das ich glaube ich habe kein Hörbuch so oft verschenkt wie den König auf Camelot, den du eingelesen hast von T.H. White. Das ist die Geschichte, die meisten kennen sie als Disney-Verfilmung, der Hexe und der Zauberer. Merlin und Mim, ne? Merlin und Mim. Aber du hast dir das Original vorgenommen von T.H. White. Es gibt drei Teile oder vier Teile? Es gibt noch einen Nachtrag. Es gibt einen vierten Band dazu, der aber eigentlich nicht mehr dazugehört. Also drei Teile ist der eigentliche Roman, sagen wir so. Und den fand ich besonders herausragend, weil der T.H. White, der war Grundschullehrer und ein sehr liebenswerter Mann. Und der hat sich gesagt, er wollte mal einen so komplexen Stoff auch für jüngere Menschen wieder lesbar und interessant machen. Und er hat sich dann ausgerechnet die größte Tragödie der Nordhalbkugel herausgesucht und hat dann festgestellt, während des Schreibens, dass der Stoff so immens ist, dass man ihn nicht mit einem lächelnden Auge erzählen kann. Der ist von solch einer ungeheuren Tragik, die jeden Menschen auf die Dauer platt macht. Und so ist es auch dem Autor ergangen.
Und das vorzulesen war eine große Herausforderung. Das hat mir großen Spaß gemacht, es war extrem spannend. Wir mussten zwischendurch immer wieder aufhören, weil wir in einem Raum waren, wo die Regie nicht hinter einer Glasscheibe war. Der Gutmann Feuerstein hat das aufgezeichnet, der saß mir gegenüber quasi und ich musste also auch auf ihn Rücksicht nehmen. Wenn er drohte, unter den Tisch zu rutschen, musste ich innehalten. Und wir mussten so lachen zwischendurch, weil es sind Szenen drin, die sind gigantisch. Aber es ändert nichts daran, dass das ein unglaublich tragischer Stoff ist. Und über den die Macht und wie sie den, der sie hat, korrumpiert. Und das ist ein Lehrstück. Und etwas Ungeheuerliches. Und es ist wunderschön gelesen. Kannst du noch einmal den Hecht machen für mich? Den Hecht? Den Hecht. Kriegst du den? Mach mir den Hecht. Nicht mach mir den Hecht, mach mir den Hecht. Ja, ich bin den Hecht. Ich weiß nicht, der sagt mir schon, der Hecht lag so mit dicken Bart im Wasser und war von einer ungeheuren Größe. Das ist der König des Weihers. Und in diesem starren, glasklaren Auge, diesem starrenden Auge, ohne jede Emotion, steckt die ganze Tragik des einsamen, großen Geistes, der nur noch sich selbst als Gesprächspartner ertragen kann und dann natürlich in der Einsamkeit, der Kälte der Macht, erstarrt. Herrlich. Hört euch bitte den König auf Camelot an, von T.H. Schweig, gelesen von Jochen Malmsheimer, der erste Teil, das Schwert im Stein, glaube ich. Ja. Genau, und es gibt drei Teile, das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ist das schönste Hörbuch, das ich kenne. Danke. Was war da los, lieber Jochen? Ich sitze im Auto vor 20 Jahren, höre die Neuedition von John Sinclair unter der Regie von Oliver Döring. Da kann Gary auch gleich noch schön was ich zu sagen. Ich war jung und brauchte kein Geld. Auf einmal, aber ich hab's trotzdem gemacht. Trittst du auf als Basil Proctor und ich bin beinahe in die Leitplanke gefahren, als du da aus der Dings kommst. Und später hast du auch noch den Mr. Grimes gesprochen, den Obergul. Was ist denn da passiert? Wie bist du denn als Sprecher bei John Sinclair gelandet? Wenn einer schon Proctor heißt. Ich war der zur Proktologie immer ein entspanntes Werk. Nein, ich bin wie so oft gefragt worden, ob ich 150 Mark gebrauchen könnte. Und da habe ich gesagt, wie so oft? Ja! Und verstehst du? Ich bin aus Fleisch und Blut. Also viel Fleisch und auch Blut. Und das war ganz klar, wie gesagt, ich muss alles machen, was geht. Es war die Zeit, wo wir gerade auseinander waren. Ich war Solist und hatte im Jahr eine sehr übersichtliche Buchungslage, um es mal so formulieren, um es etwas euphemistisch auszudrücken. Und da habe ich gedacht, ach komm, und da ich auch durch keinerlei Sachverstand angekränkelt war, habe ich einfach gesagt, klar, das mache ich doch locker. Was muss ich tun? Und dann wurde das ja damals in absoluten Häppchen aufgenommen. Keiner hat den anderen Sprecher je gesehen, sondern ich bekam ein Manuskript mit ausschließlich meinen Sätzen, war in einem Studio eingesperrt, das knapp größer war als das Mikrofon, also wirklich so. Und habe dann diese Sätze vorgelesen und im Ohr hatte ich mir die Anweisung, das war schon sehr schön, kannst du es etwas lächelnder machen? Und dann habe ich innerhalb von anderthalb Stunden alle Sätze runtergesprochen, die dann hinterher irgendwie in den Gesamtapparat reingestrickt wurden und habe 150 Mark gekriegt und habe mich gefreut. So war das. Und dann kam irgendwie die Zeit, da brauchte ich wieder 150 Mark und so ging das. Und hast du Oliver Döring angerufen und gesagt, hast du nicht mal einen Ghoul, den ich sprechen kann? Oliver Döring hat immer, glaube ich, die Rollen, die kein anderer wollte oder konnte oder weil er, ich meine, Ghouls sind ja auch schwer zu, man kann ja kaum, an wen soll sich da wenden, ne? Ja. Und da ich Mr. wieder Grimes. Gerade 150 Mark brauchte, traf es sich. An wen soll man sich da wenden? Ja. Ist sehr gut. Sehr schön gesagt. So war das. Ich erinnere mich noch an das Buch der grausamen Träume, wo ein kleiner Zwerg auftritt und es war ein hochgepitchter Jochen Malmsheimer. Ja, ich hab's drauf. Ja. Also mit der richtigen Technik kannst du aus mir alles machen. Verstehst du? Das ist ja, John Sinclair ist ja Pulp. Das kann man ja wirklich sagen. Das ist ja Pulp, das ist ja Trivialliteratur. Ihr hattet auch mal Lasseter, glaube ich, ne, gelesen. Lasseter haben wir mal vorgelesen. Ja, wir hatten dummerweise ein Western-Programm angekündigt, für das wir am Abend der Veranstaltung nur drei Texte hatten. Das ist ja schwer auf 90 Minuten
noch pumpen. Und da habe ich zu Gosi gesagt, ey, lass uns einen Kiosk geben. Und dann sind wir runter und haben ein Lassiter-Heft gekauft und haben das einfach vorgelesen. Und wir mussten selbst und die Leute beatmet werden. Sowas hast du noch nicht. Also das war in so hanebüchener Generalscheiß. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das hieß irgendwie der Bola-Mörder oder so ein Quatsch. Ich weiß nicht. Jedenfalls eine Szene werde ich nie vergessen, wo Lassiter in einem Hotelneubau, an dem vorher noch deutlich gesagt worden war, dass der noch nicht mal die Türen eingehängt worden, so war das, Lassiter die Türen eintrat. Was er genau eintrat, wenn da keine Tür hängt, weiß ich bis heute nicht. Es war eine Offenbarung. Also Erzähltechnik, Bogenspann, Farbigkeit, Dialoge oder auch schlechte Bilder. Zum Beispiel Lassiter's Colt sprach, hieß es, wenn er schoss. Hallo, ich bin eine Fastfeuerwaffe, ich würde Ihnen gerne eine Kugel entgegenschmeißen. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wirklich, man kann es sich nicht vorstellen. Wir sind bei der Lektüre auf der Bühne eingegangen quasi. Also es war ein Fest. Es war ja wirklich so, ihr habt ja die Texte vor euch liegen gehabt und ihr habt teilweise während des Lesens entschieden, welcher Text als nächstes kommt und welcher rausfliegt. Das kann man sich heute von der Struktur überhaupt gar nicht vorstellen. Das hat auch mit Struktur nichts zu tun, das ist ja das Schöne. Wo heute eine Struktur, scheiße ich auf die Struktur. Alarm, Alarm, Alarm war angesagt. Und wenn du merkst, der Text schwächelt, weg, nächster, was liegt ab und zack, zack. Und das hat Spaß gemacht. Gibt es denn, ein Buch, was du gerne noch einlesen möchtest oder ein Wunsch von dir? Weil ich hätte eins, was ich gerne von dir eingelesen haben möchte. Der Gilgamesch-Epos. Nein, was denn? Ich hätte gerne eins der schönsten Bücher, das ich auch dank dir kennen und lieben gelernt habe. Ich hätte gerne von dir Fool on the Hill von Matt Ruff gelesen. Oh, ja. Den gibt's aber, glaube ich, schon, oder? Gibt's schon? Ich glaube nicht. Ich habe nachgeguckt, es gibt die anderen Bücher von Matt Ruff. Guck mal bei Christian Brückner nach. Also wenn der Stich hat, dann haben wir vielleicht eine Chance. Also ich weiß nicht. Nee, Christian Brückner macht das nicht. Christian Brückner macht nur extrem vergeistigte Stoffe, zeitgenössische. Stimmt, der tanzt jetzt zu seinen Texten. Ja, du hast richtig, genau. Sein Sohn spielt Klangwerk. Ja. Oder etwa eine dreiwöchige Lesung von Moby Dick ungekürzt. Das ist unfassbar. Auch schön, genau. Marcel Proust unter Wasser. Das finde ich toll. Das ist gut. Ich guck mal eben. Ich habe Gary Husten. Und Thorsten so oft Fool on the Hill an. Ich habe auch tatsächlich angefangen jetzt. Du hast angefangen, ja. Ja, ich habe angefangen. Ja. Und ich hab ihm gesagt, das ist ein Buch, was man einfach gelesen haben muss. Ja, das ist fantastisch. Stimmst du mir dazu, Jochen? Natürlich, das tue ich. Also ich allein schon wegen der Nähe zu ZZ Top und Ragnarök. Es gibt so viele popkulturelle Anspielungen in diesem Buch, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe gerade noch mir, mal gelesen, wo mir jede popkulturelle Anspielung total unter den Händen, also ich bemerke das noch nicht mal, aber es stimmt. Es ist wirklich, ja, es gibt es nicht als Hörbuch. Da gibt's einen Grund für. Jochen, Fool on the Hill muss irgendwie, pass auf, stopp. Wir müssen halt irgendwie, das gibt es noch nicht deutsch eingelesen, also müssen wir es irgendwie einstielen jetzt. Das gibt es überhaupt nicht. Das wundert mich sehr. Verlag. Ja. Nee, müssen wir nicht. Den Verlag gibt es schon. Warte. Warte. Warte bitte. Thorsten recherchiert. Ist in der Recherche. Welcher Verlag ist das? Hansa. Hansa. Also Fool on the Hill ist Hansa, ja. Genau. Hansa. Kannst du nicht mal bei Ruf anklopfen und sagen, hören Sie mal, ich habe gerade DTV, bei DTV ist Taschenbuch erschienen. Kannst du nicht mal bei Ruf anklopfen und sagen, hör mal, ich habe gerade ein bisschen Zeit? Ich weiß nicht, ob die noch hören wollen, wenn ich anklopfe. Also, das kann ich nicht genau sagen. Also ist das kann es, ich ist nicht was, genau sagen. Es ist was ich mir mal wünsche. Ansonsten geht natürlich. Ja, ist ein fantastisches Wort. Der Buch, das stimmt natürlich. Geht natürlich nichts über das eigene Lesen. Das habe ich jetzt auch gerade wieder festgestellt. Ist auch von der Romantik her. Kommt es sehr an die Brautprinzessin auch ran. Findest du nicht ja, auch mit es geht immerhin auch um die große Liebe. Es geht um die große Liebe. Das ist immer das Besondere. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Ich bin kurz eingenickt. Spricht Herr Bender noch? So, ihr Lieben. Was? Wir sind
bei über einer Stunde angelangt. Das ja. muss reichen, Freunde. Das eine muss ein bisschen reichen. Gary, hast du noch eine Frage? Was heißt noch ja, eine Frage? Also, hast du auch mal eine Frage, Gary? Ja, ja. Also, mich würde ja schon interessieren, wenn da schon Louis de Funès als Rabbi Jakob Finesse. Da steht. Finesse, ja. Was ist dein Lieblingsfilm? Ist Rabbi Jakob dann auch tatsächlich dein Lieblingsfilm? Von ihm? Ja. Ja, das muss ich sagen. Im Gesamtwerk von Herrn Finesse ragt der heraus, das muss man schon sagen. Ist ja. Extrem komisch, das ist auch großartig, geht auch keinem Fettnapf aus dem Weg. Und so hinreißend im Detail, ja. Also kann ich jedem nur warm ans Herz legen. Wir gucken den, ich würde sagen, einmal alle halbe Jahr im Familienverbund, das schweißt zusammen. Und wir müssen danach sehr lachen. Und mittendrin ja. auch. Sleban. Das ist schön. Ja. Das ist wirklich schön. Ich mag auch den, wo er diesen Restaurant-Leiter spielt. Ah, Brust oder Keule, natürlich. Brust oder Keule, ja. Brust oder Keule. Nee. Ah, mit Trikatel, den anderen, genau. Genau, ja. genau. Ja, mit, ja, ja, wo den Restaurant-Tester gibt. Duchemin. Der Querkopf. Duchemin. Nee, ich meine den, wo er diesen ja, ist, so eine Art Concierge oder so. Ah, oder, gebraten, das hast du mit. So, ein Faktotum vielleicht. Eine Zugefrau. Vielleicht. Welcher Film ist das jetzt? Das ist der ein Film Concierge. Mit dem Schatten, wo er dem Deutschen sagt, wie irgendein Gericht Gericht gekocht ja. wird. Muskatnuss, Herr Müller, Muskatnuss. Und dann rutscht so der Schatten so rutscht so rüber und er steht dann da als Adolf Hitler. Stimmt, wo war das ja, nochmal? War das nicht im Brust der Keule? Nee. Er hat wieder so irgendeinen so albernen deutschen Titel, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Der war auch großartig. Aber ja, wir sind im Bild. Wir sind im Bild. Wir sind im Bild. Was hat das? Ja, großartig. Was steht als nächstes an, Jochen? Was machst du als nächstes? Gehst du gleich einfach wieder in die Tagesfreizeit rein? Na, ich muss tatsächlich auf der Ostweide den Zaun reparieren. Also wir haben viel zu tun draußen. Ich werde mit dem Gosi mal ein paar Pläne machen. Ja. Was so, wenn sich die Welt wieder beruhigt hat, machbar ist. Ich werde kein Autokino behelligen mit meiner Anwesenheit. Ich möchte, dass dort Ben Hur gezeigt wird. Wegen des Wagenrennens oder was? Ja. Ja, ich denke mal ein bisschen nach vielleicht, aber ich warte jetzt erstmal ab. Ich würde gern wieder auf die Bühne. Ich würde wirklich gern wieder auf die Bühne. Aber eben nur, wenn da Leute sind und wenn die nicht 3,5 Meter auseinandersitzen müssen. Und das wird so furchtbar werden. Also deswegen fasse ich mich in Geduld. Lösung. Ja, das ist ein guter Vorsatz, sich in Geduld zu fassen. Lieber Jochen, wir bedanken uns sehr herzlich. Es war mir eine Freude. Mir auch. Ja. Uns allen, glaube ich. Ein Wunsch, Gast. Wir haben zu unserem 75. Podcast sehr viele Glückwünsche bekommen, auch auf die wir im 76. erst eingehen, weil wir wollten dir jetzt einfach den Raum geben. Außer mir und voller Dank. Aber wir wollen nicht vergessen, dass der wunderbare Jöram uns dreien. Wer? Gary, ach so, ja sicher. Ja, ja klar. Nicht ein Lied geschrieben hat, sondern drei Lieder. Und wir hören jetzt mal ein kleines Medley. Typ wie harte Reifen, abgefahren bis auf die Felge. Zwar weich, aber nicht platt. Zwar Schneider, doch kein Helge. Er ist das, was wir manchmal in uns selber noch vermissen. Uns das erzählt, was wir doch sehen und trotzdem noch nicht wissen. I don't really, warte mal, but actually I care. Er ist halt wie wir alle und wir alle jetzt wie er. Wir haben Strätern gelernt, Strätern gelernt, ja, ja. Energie aus Reibung, kindliche Euphorie. Die Liebe zur Begeisterung, hier entsteht Magie. Manche spüren es sofort, andere brauchen länger. Es kommt an aufs Verhältnis, Bänder, Empfänger. Mein Gesicht kennt quasi niemand, doch das find ich eigentlich top. Heute kennen die Leute zwar den Film, aber das Buch nicht. Für mich seh ich darin
alles Gute, auch beruflich. So, das war nur ein kleiner Teaser. Wenn ihr die Songs über Thorsten, Gary und mich in voller Länge hören wollt, wir verlinken das auf dieser Seite. Genau. Da reden wir das nächste Mal ausführlich drüber. Das war schon ausführlich drüber. Wir reden also in unseren sozialen Netzwerken haben wir das teilweise schon verlinkt. Auf Twitter, auf Facebook wird es auch noch sein. MySpace, ich lade es auf MySpace. MySpace, genau. Und auf StudiVZ und per Faxabruf kann man das alles ersehen. Es geht darum, wir wollen jetzt nicht die ganzen Songs bei uns einblenden, weil ihr sollt auf die Seite von Jöram gehen und euch das auf seinem YouTube-Kanal angucken. Wir waren, also ich zumindest war zu Tränen gerührt, als ich das auch hörte. Ja, ich und, auch. Ich noch nicht, ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber ich du hast es noch nicht gesehen, ja, aber dann auch das zu Tränen macht das. Genau. Einen ganz lieben Gruß nach Lettland zu Jöram und danke allen, die uns gesehen haben. Ja, ist von Lettland. Ja, es klingt wie so eine beschissene Metapher. Lieben Gruß nach Lettland. Das ist so wie, weißt du? Dass uns mal nicht die Pferde durchgehen. So. Jawohl. Stimmt, es ist akkurat das Gleiche. Ja. Ja. Wir sehen sowieso jetzt im Moment, Jochen, mit deinem Filz, wir sehen so aus, als wären wir irgendwie den Eurovision Song Contest quasi hier. Hallo, Uzbekistan! Ja. auch die, natürlich die Eurovisions, die Dresenlesen, Eurovisionsnummer. Das war hart, schön. Hart abgefeiert. Und die kann man auch sehen bei Größen aus der Gegend. Die habt ihr auch gemacht, ne? Ja, haben wir auch gemacht. Ja, genau. Mhm. Ja. Mit das ist stark. Da würde ich dringend nochmal hinterher gucken, Freunde. Da kann man, glaube ich, auch spenden, ne? Oder ist das schon vorbei? Eigentlich soll man ja spenden. Die Künstler machen es für Umme und wer spendet, spendet. Und das wäre gut. Ja, und das Wichtige ist, was man bei den Spenden eben nie dabei gesagt hat, dummerweise, ist, dass das nicht wir, also Tresenlesen, bekommt, sondern alle zu gleichen Teilen. Also alle beteiligten Kollegen. So genau, das wird solidarisch geteilt. Bekommen zu gleichen Teilen. Darf ich auch noch eine Ankündigung machen im Podcast? Unbedingt. Okay, ich habe ab diese Woche meinen eigenen Kaffee. Der heißt endlich. Sträters ziemlich guter Kaffee. Da ist eine Kaffeebohne drauf mit einer schwarzen Mütze auf. Peruanischer, extrem starker Kaffee, direkt vom Erzeuger, schwarze Tüte. Und Erlös geht zu 100% an Hand for a Hand. Also so, das ist komplette Benefits. Super. Verdient keiner was dran. Das wird auch super. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Wo kann man den erwerben? Den kann man nicht erwerben. Halt dich fest, den kann man in erwerben. Einem Fachgeschäft. wir gucken, dass du den in Buchläden bekommst. Ansonsten ja, geht das der, gut. Der da gehört's auch hin. Ja, Reifengroßhandel, Paniermehl, Tanzschulen, Tanzschulen, ganz wichtig, Tanzschulen. Tanzschulen, ja. Und demnächst erhältlich bei Zagreb Rauchwagen. Und Jürgen Köpers Megaplay. Optik Schulte-Ladbeck. Ah, Jungs, wir könnten noch stundenlang weitermachen und ich denke mal, dass wir das nicht tun. Wir werden das bestimmt wiederholen. Wir sehen uns demnächst in echt und wir sehen uns auf den Bühnen, nicht nur in Autokinos. Thorsten und ich werden beim nächsten Mal darüber berichten, wie es war, wenn wir zusammen am Chemnader See aufgetreten sind. Das macht mal schön. Tage. Und, ich denke an euch. Denk ich an denke uns. An euch. Danke. Es wird nichts nützen, aber danke schön. Ja. Und bleiben alles Gute. Sie uns Sie gewogen. Gewogen. Fahren Sie bitte vorsichtig. Genau. Immer. Gary, immer. Sagst du, ich glaube, der Herr Malmsheimer sollte heute das Schlusswort machen. Sagst du ihm bitte, wie der Text ist für Schlusswort? Alles Gute, auch beruflich. Aber mit Werf. Mit Werf. Jochen. Ja. Alles Gute, auch beruflich. Ja, sehr gut. Ich könnte es nicht besser machen. Kann man machen. Vorbei. Danke. Ja, danke. Ich danke euch. Bleibt gesund. Bis hierhin. Ja auch. Bis bald. Jochen. Macht's gut, Jungs. Tschüss. Danke. Sträter, Bender, Streberg. Der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video gemacht ja, das ja, ist also, das weißt du, man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner kann man da unten, da genau, da? Auf deinem Gesicht, da auf meinem Gesicht, ja, hast genau. Da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also schön, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann man sollte das machen, dann ist man immer kann man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.